Hi, mein Name ist Daniel Griechen und ich komme aus England und ich bin seit 2 Jahren in Freiburg gewesen an der Uniklinik als Postdoc und arbeite in der Richtung MRT-Forschung. Und mein Vortrag heute Abend handelt sich über MRT-Forschung und genauer gesagt, wie funktioniert ein MRT-Gerät und dann, wie kann man mit einem MRT-Gerät bestimmen, woher im Gehirn man wirklich nutzt, um über bestimmte Sachen nachzudenken. Und wenn man lokal Sauerstoff ausnutzt, um diese Teil vom Gehirn zu nutzen, dann ändert sich das Signal bei MRT und das kann man folgen, indem man mehrere Messungen nacheinander macht und dann kann man sehen, aha, hier wurde gerade benutzt, um über dies und das zu denken.